Sie gestatten, ich gehe mal vor, Mr. Wunder. Hallo, ist der Boss da? Ja, aber er hat noch zu tun. Er wird Sie jeden Augenblick empfangen. Das Essen im Flugzeug vorhin war ja furchtbar. Ist doch nichts Neues. Ich habe mir deshalb auch nur ein paar Drinks bestellt. Ich könnte jetzt auch wieder einfach fahren. Das dauert und dauert. Dann würde ich gerne... Hör mal, du Karkleist, er sagt einem Boss, er soll sich beeilen, sonst fange ich an zu dampfen. Einen Augenblick noch, Mr. Wanderheit. Im Augenblick noch sehr wichtige Kunden. Er wird Sie empfangen in Kürze. Ja. Hey. Hey, was denn? Hm? Was soll das heißen, ey, was denn? Die Tür. Ach, das ist eine Tür. Ja, eine Tür. Türen sind zum Aufmachen da, sind ja keine Windmühlenflügel. Hm. Ach, der hat sowieso eine Macke. Was du da an Blähungen ablässt, solltest du durch die Hose filtern lassen. Hm? Ach, die Treter sind neu, ja? Die müssen sicher eingewalzt werden. Ich schätze, morgen Abend haben wir frei, dann lache ich darüber. Hört mal, ihr Schamottriesen. Ihr kennt doch den Dicken da drüben. Hat er schon von Geburt an diese Macke oder erst seitdem er schwanger ist, hä? Was ist dir da aus dem Gesicht gefallen, du Arschloch? Mr. Wunder, der Chef erwartet Sie jetzt. Naja, wird ja auch Zeit. Wenn du dir das Leben nehmen willst, musst du hier schön warten, bis ich wieder rauskomme. Sie können auch gehen, Mr. Vance. Ich soll da auch ein, mit der fetten Flunder zusammen? Bitte, ja. Lässt du das mal auf, du Strolch. So, also, was ist mit der Kohle? Ja, das interessiert. Ah, ich bin sprachlos, ehrlich. Das ist wirklich das Ungewöhnlichste, was ich je sah. Was